Von Reykjavik ging es dann entlang der Rundstraße 1, zunächst bis zum Schwarzen Strand und dann der wunderschönen Halbinsel bei Vik. Man sieht hier, ein ganz langer Strand verbindet die beiden Seiten der Bucht. Es ging dann weiter auf der Straße 1 bis zu der Schlucht und zu den Wasserfällen Syrafos, wo wir eine schöne Wanderung machen über die Straße ging es dann weiter bis zu den bekannten Gletscherseen und dem Strand mit dem Eisberg. Und am Abend fuhren wir dann nach Höfn, wo wir in der Nähe des Wikingerdorfs übernachteten. Don't worry. It's always some waves peak and then they linger. Look, now they are going in. Guarda che carino!
Et un peu contre le chemin. Delicious.